Sigma zu Sigma Max. Sigma Max ist das gleiche Verhältnis wie Z dann Z zu Z oder zu Z Max und das ist der zweite. Also, der Hebelarm-Strahlensatz. Diese Stückchen zu Gesamtstück ist genau diese Spannung zu der Satznahestand. Unter der Voraussetzung, dass die Spannung linear ist. Und das setze ich hier ein. Zu schnell. Sigma Max mal der Breite B. Wir sind nicht bei Philburg, okay? Breite B, das ist die Breite des Bauteils hier, Breite B. Und steht dann Integral Z Quadrat mal dz. Das heißt, dieses df setzt sich zusammen aus der Breite und der Höhe dz. Das ist unser dz. So, und das können wir rechnen, minus a halbe ist plus a halbe. Und diese Größe hier, du könntest jetzt einfach gehen. Hier versteht keiner was. Man kann zuhören. Ja, doch, aber sie sind viel zu schnell. Wie komme ich zu dieser Integralabsage? Ich komme noch auf Rollern bei dem Teil. Wie komme ich zu dieser Integralabsage? Indem ich sage, Hebelarm mal K erzeugt ein Moment. So, und das integriere ich über den Querschnitt von dort nach dort auf. Deswegen das Integral. Das summiere ich auf. Integral kennen Sie. Ja, bestimmt. Und jetzt versuche ich diese Größen zu eliminieren. Dieses Sigma ist das Verhältnis zu Sigma Max, ist genauso wie die Strecke Z zu der Strecke E. Die Strecke Z ist der Hebelarm, der die Klappe Z. Verhältnis zu dem Randabstand von der Mitte, aber das ist klein e. Das ist das Z zu e, das ist das Verhältnis. Das ist also für Sigma die Größe hier an. Also Sigma Max durch e mal z. Nein, das sieht Sigma aus wie ein Tau, deswegen ist vielleicht auch nicht so schlecht. Na, Tau reden wir jetzt nicht. Das, nee, aber es sieht genauso aus. Das ist Sigma. Ja. Und das ist Tau. Genau. So. Wir reden jetzt aber über Sigma. Und ich, vielleicht schreiben Sie gar nicht mit, sondern hören nur einfach zu. Wir kaufen das nirgends in der Klausur und jetzt, ich will Ihnen nur erzählen, wie wir zu diesen fürchterlichen Werten kommen, b mal h Quadrat 12 oder 36. Ich muss das umbringen. Das heißt, das ist nichts anderes als dieses Integral hier, z Quadrat mal dz. Und wenn wir das ausgedehnt werden, dann kommen wir